Ja, das ist hier neben den Durchblutungsstörungen des Gehirns der zweite Fall, der sicher komplex ist. Hier wiederum zu sagen, speziell bei älteren Menschen, es können mehrere Krankheiten gleichzeitig bestehen, es kann eine in die andere übergehen. Ja, da kann man die medizinphilosophisch interessante Frage stellen, die auch in ganzheitlichen Medizinsystemen dann verfolgt wird. Ist nicht vielleicht überhaupt der kranke Mensch als solcher zu betrachten. Wir wollen aber jetzt bei der Aufgliederung in Diagnosen bleiben. Warum ist für mich die Epilepsie also am wahrscheinlichsten? Als Vorbote eines epileptischen Anfalls gibt es relativ häufig eine sogenannte Aura. Und diese beschriebenen seltsamen Gefühle, dieses aufsteigende Hitzegefühl, und auch der Eindruck, also die Geräusche von der Straße kämen von weit weg und er würde sich in einem Tunnel befinden, sind so das typische Aura-Symptome, nicht? Nicht jede Epilepsie, muss man auch sagen, hat eine Aura, das ist klar, nicht? Und Epilepsie ist durchaus auch eine Erkrankung, nicht nur des Kindes oder des jugendlichen Alters, sondern das sind meistens dann bei älteren Menschen sekundäre Epilepsien, können auch hier auftreten. Also auch die Wahrscheinlichkeit ist durchaus hoch. Dann kommt dazu, dass das Bewusstsein offensichtlich vollständig verloren gegangen ist, weil der Mann ja zu Sturz kommt, nicht herunterfällt und das ja auch schildert, dass das Bewusstsein verloren hat. Hier vielleicht etwas untypisch, in diesem Fall relativ kurz. Bewusstseinsschwund bei einem epileptischen Anfall dauert oft auch länger. Als seine Frau dann hereinkommt, sieht sie noch Zuckungen, das ist auch ziemlich charakteristisch für einen epileptischen Anfall. Wir werden sehen, dass das aber auch kein absoluter Beweis ist. Dafür die Muskelschmerzen, weil ja im Rahmen von so Zuckungen, die auch den ganzen Körper betreffen können, oft die Muskulatur sehr beansprucht wird, die dann am Abend geschildert werden, sind auch sehr typisch. Und der entscheidende Hinweis ist dann gegen Ende der Geschichte, wenn wie in diesem Fall ein Sturz aus nicht sehr großer Höhe stattfindet und es kommt zu einem Zungenbiss, dann ist das eigentlich diagnostisch für die Epilepsie. Bei Stürzen anderer Ursache kommt es fast nie zu einem Zungenbiss, interessanterweise. Also insgesamt gesehen ist dann deshalb diese Diagnose als die wahrscheinlichste einzustufen. Die von mir als zweite Diagnose angebotene Synkope ist auch nicht unwahrscheinlich, das muss man sagen. Synkopen gibt es vor allem bei älteren Menschen viele. Die Synkopenabklärung im Krankenhaus ist also ausgesprochen langwierig und umfangreich. Die häufigste ist die vasovagale Synkope, die von mir her auch als mögliche Diagnose angegeben wurde. Sie kommt beim älteren Menschen seltener vor. Der Patient erzählt auch, das kennt man, glaube ich, haben viele wahrscheinlich auch schon gehabt, von solchen Ereignissen in seiner Vergangenheit. Oft kommt so Bewusstseinsverlust, der da irgendwie nervlich gesteuert ist, deshalb auch der Name, im Rahmen von zum Beispiel in einem engen Raum, wo Leute auf eng zusammengedrängt stehen, die Luft schlecht ist, oder auch bei Szenen, die irgendwie psychisch ergreifen, so eine Ohnmacht in der Kirche oder so, das ist auch ganz, ganz typisch, oder ein Schreckereignis, Blutabnahme, was auch immer, nicht? Und auch sieht man das immer wieder einmal, wenn Menschen zum Beispiel im erhitzten und schon erschöpften Zustand ein großes Glas Flüssigkeit sehr hastig trinken. Hier ist nur die Rede davon, dass er im Vorfeld dieses Vorfalls einen Kaffee getrunken hat. Also insgesamt ist die Synkope unwahrscheinlicher als die Epilepsie. Das Zucken des Armes kann interessanterweise auch bei Synkopen auftreten. Also so ein bisschen gibt es da eine Schnittmenge. Das soll kein Ausschlussgrund sein, aber einen Zungenbiss im Rahmen einer Synkope zum Beispiel, das ist
eigentlich nicht vorstellbar und deshalb die Synkope sicherlich unwahrscheinlicher als die Epilepsie. Das Aufsteigen übrigens, das auraartige heiße Aufsteigen, würde auch zur Synkope passen, ändert aber nichts an dieser Einschätzung. Herzrhythmusstörungen können natürlich auch einmal einen Bewusstseinsverlust auslösen. Der Patient ist ein Herzschrittmacherträger. Wir hören aber, dass der Kontrollintervall nur ganz knapp überzogen wurde. Üblicherweise ist das kein Problem. Und dass hier eine neue, gleich zu einer Ohnmacht führende Herzrhythmusstörung auftritt, das ist gemeinsam mit den auch wieder angesprochenen Zungen bis dem Zucken und so weiter doch sehr unwahrscheinlich. Aber eine Herzschrittmacher-Fehlfunktion wäre eine denkbare, wenn gleich unwahrscheinliche Diagnose, wäre übrigens, so verzahnen sich die Dinge dann auch eine Ursache für eine Synkope, ne? Aber insgesamt eine unwahrscheinliche Erklärung. Auch nicht unmöglich ist die Durchblutungsstörung des Gehirns, ja, also die vorübergehende, die DEA, denn der Patient kommt ja ohne, dass er wie bei einem Schlaganfall einen dauerhaften Ausfall hätte, weil er die Frosch wieder zu sich. So DEA-bedingte Durchblutungsstörungen dauern aber in der Regel nur ein paar Sekunden, es kann schon auch länger sein. Was untypisch wäre hier und was mich deshalb die Diagnose hintanreihen lässt, ist, dass es eigentlich zu einem Kunterbund mit Bewusstseinstrübung von Symptomen kommt, das passt nicht, ja, und dass auch Risikofaktoren vollkommen fehlen, nicht? Also eine unwahrscheinliche, letztlich dann also weniger wahrscheinliche Diagnose. Halswirbelsäulenabnützung wird gerne ins Treffen geführt und überlegt, als Ursache für Durchblutungsstörungen des Gehirns, denn hier ist ja offensichtlich eine Durchblutungsproblematik des Gehirns vorliegend, meines Erachtens viel zu häufig in Erwägung gezogen. Es ist zwar so, dass abgenützte Halswirbel Gefäße bedrängen können und die Blutversorgung des Gehirns beeinträchtigen können, aber das ist in der Realität ausgesprochen selten und meines Erachtens ist aber auch eine unwahrscheinliche Diagnose. Das Subclavian-Steel-Syndrom könnte ich mir vorstellen, dass beim Googlen recht häufig herauskommt, weil eben meistens da nicht unterschieden wird zwischen selten und häufig, nicht? Also da gibt es ja so Sprüche, nicht? In der Medizin, ganz simple Sprüche, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Oder wenn man Hufschläge oder Galoppieren hört, dann denkt man an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Ein Subclavian-Steel-Syndrom, was ist das eigentlich? Wir bekommen ja gezeigt und berichtet, dass der Patient mit der Hand eine Bewegung vollzieht. Wenn es der Fall wäre, dass diese Hand von der Blutversorgung her bereits beeinträchtigt ist durch Gefäßverkalkung, dann kann es dazu kommen, dass aus dem Gefäßsystem des Kopfes Blut umgeleitet wird in den Arm und daraus eben dann eine Bewusstseinstrübung resultiert. Aufgrund der außerordentlichen Seltenheit aber auch eine ganz unwahrscheinliche Diagnose. Die hypertensive Krise ist nahezu auszuschließen, hat als typische Symptome heftige Kopfschmerzen. Manche Leute spüren auch gar nichts im Übrigen, aber als typische Symptome heftige Kopfschmerzen, dann auch Beschwerden im Bereich des Herzens und so weiter. Isolierte neurologische Ausfälle bei ansonsten fehlender Symptomatik sind ganz unwahrscheinlich und deshalb kommt diese Diagnose praktisch auch nicht in Betracht. Immer wenn sich im Gehirn irgendwas abspielt, ist natürlich auch an einen Hirntumor zu denken, beziehungsweise ist es fast unvermeidlich, dass die Leute auch dort diese Befürchtung hegen. Man muss sagen, dass ein epileptischer Anfall auch einmal ein erstes Symptom eines Hirntumors sein kann. Ja, Frühsymptome eines Hirntumors gibt es leider auch, wie bei so vielen Krebserkrankungen, nur recht unspezifische
Eigenartige Wesensveränderungen findet man oft. Die Menschen sind einfach anders als vorher. Gewisse Sehstörungen, Funktionsverlust oder Veränderungen der Arme, der Beine, aber nicht vorübergehend, sondern dauerhaft. Das sind so subtile Frühsymptome, ist ja alles nicht vorliegend. Und wenn dann ein Hirntumor schon weiter fortgeschritten wäre, dann kommt es dann zu diesen typischen Symptomen wie Doppelbilderbrechen, die Sehstörungen mit der sogenannten Stauungsverbildung, die dann der Augenarzt sieht, nicht? Davon ist hier keine Rede. Also ist auch diese Diagnose glücklicherweise nicht anzunehmen. Eine Epilepsie bedarf immer einer ausführlichen Abklärung. Bei jungen Menschen wird relativ häufig keine Ursache gefunden werden. Das sind sogenannte idiopathischen Epilepsien, die halt dann entsprechend medikamentös zu behandeln sind und unter Umständen auch verschwinden können von selbst. Bei älteren Menschen muss man immer auch nach einer möglichen Ursache fahnden. Es kann auch bei einem älteren Menschen eine Epilepsie ohne greifbare Ursache auftreten, aber nicht so selten ist zum Beispiel, wenn man dann eine Schichtaufnahme des Gehirns, ein CT des Gehirns macht, zum Beispiel eine MR, zu sehen, dass, wie ich erwähnte, entweder ein Hirntumor, Gott sei Dank nicht so häufig, oder die Narbe zum Beispiel eines Schlaganfalls, also des Durchblutungsgeschehens, das gerade registriert wurde, ursächlich ist und dergleichen mehr. Also da muss auf jeden Fall im Rahmen eines Spitalsaufenthalts und einer ausführlichen ärztlichen Abklärung einmal ein Überblick geschaffen werden, was ist die Ursache und dann die entsprechende Therapie eingeleitet.